Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Ja, der Titel ist kein Clickbait. Ich verschenke ein Notebook. Das hat verschiedene Gründe. Ich will ja nichts verkommen lassen. Und ich hatte ja mal ein Notebook geupgradet. Und das war hier dieses wunderschöne Sony Vaio Notebook. Ich hatte das jetzt auch selbst in Verwendung. Beziehungsweise jetzt sollte es eigentlich mein Buchhaltungs-Notebook werden. Und das wäre jetzt für den jetzt auch eine wunderbare Verwendung. Aber nachdem ich den eingerichtet hatte, hat der Bildschirm irgendwelche Faxen gemacht, Freunde. Und das kann ich mir natürlich nicht erlauben, dass mein Buchhaltungs-Notebook eigentlich Faxen macht. Ich konnte den Fehler nicht reproduzieren, aber wenn es um die Buchhaltung geht, ihr wisst, wie es ist, ne? Das muss laufen, Freunde. Und zwar jeden Tag, den ganzen Tag. Auch die Sensibilität der Daten, ne? Das muss alles wirklich nahtlos laufen. Deshalb nutzt er jetzt ein anderes Notebook, eins, was ich eigentlich gerade verkaufen wollte. Das wird dann mein neues Buchhaltungs-Notebook. Und dann habe ich überlegt, was mache ich mit denen? Ich habe das ja gerade erst aufgerüstet, ne? Hier ist Windows 10 Pro, ist komplett zurückgesetzt und neu installiert. Und ihr könnt euch ja auch erinnern, wenn ihr euch das Video halt angeschaut hattet, ne? Ich habe einen neuen Akku verbaut, der alte war natürlich tot gewesen, ne? Das Notebook, man merkt es ja schon an der Optik, ne? Das ist natürlich ein bisschen älter. Also habe ich einen neuen Akku verbaut, ist auch ein XXL-Akku. Ich kann euch ja das Video nochmal in der Videobeschreibung verlinken, da könnt ihr euch das nochmal anschauen, da sind ja auch die ersten Benchmark-Ergebnisse, denn ich habe den Prozessor ausgebaut und gewechselt, bei der Gelegenheit natürlich auch neue Wärmeleitpaste drauf gemacht, das geht ja auch gar nicht anders. Ich habe den Speicher erweitert, ich habe die HDD von damals natürlich rausgeschmissen, ersetzt gegen eine 500 GB SSD. Natürlich SATA, ist ja klar. Das Gehäuse ist soweit ganz okay. Und vor allem hatte ich auch nochmal hier über so einen Schacht, ich habe schon wieder vergessen, Express-Card, genau, habe ich das Notebook noch um zwei USB 3.0 Anschlüsse erweitert. Riesenpanel. Wir haben hier auch eine Kamera, die wird aber räudig sein, auch wenn Motion Eye drunter steht. Wir haben hier ein großes Display mit einem relativ guten Display-Body-Verhältnis. Leider ist das ein spiegelndes Display. Da fanden die wahrscheinlich alle total erotisch, aber im Prinzip nervt's nur. Es ist eine LCD-TN Full-HD-Panel, also 1920x1080. Ihr habt richtig gehört, TN, es ist also leider nicht blickwinkelstabil. Das war aber damals, war das ganz normal gewesen. Ihr merkt jetzt schon, wie es spiegelt. Ist nicht so geil. Ich habe auch die Display-Helligkeit ganz runtergestellt. Die lässt sich leider nicht per Shortkeys verändern. Keine Ahnung, da muss man wahrscheinlich mal die Treiber noch für die Tastatur mal raussuchen. Gibt's bei Sony sicherlich noch. Deshalb muss man im Einstellungsmenü die Display-Helligkeit verändern. Das ist jetzt natürlich ja nicht das super Geschenk, was ich jetzt hier an euch mache. Ich verschenke hier kein 1000 € Gaming-Notebook, dürfte klar sein. Es wäre jetzt auf jeden Fall zu schade, als dass das Stück Technologie auf den Müll landet, weil auch der Grund, warum ich das ja überhaupt gerettet hatte. Als ich das Notebook bekommen hatte, war es am Ende, muss ich sagen, wie es ist. Der war super langsam, hing nur noch am Ladegerät, weil der Akku halt tot war. HDD noch verbaut, die hatte auch schon Probleme gehabt, ne? Also dann kam ab und zu mal Bluescreens, wenn ein Schreibfehler auftrat. Und jetzt ist das Teil eigentlich wieder soweit ganz fit. Der Akku hält, weiß ich nicht, müsst ihr euch das Video nochmal anschauen, ich glaube 3-4 Stunden, ist nicht der Knaller, ne? Passt aber, dass man auch mal eine Weile einfach auf Akkubetrieb arbeiten kann. Das System ist komplett zurückgesetzt, neu aufgesetzt. Einrichtungsassistenten habe ich schon durchgeballert, damit ich Throttle Stop installieren konnte. Ne, für denjenigen, der das Notebook dann halt haben möchte. Ihr müsst Throttle Stop dann starten, weil nämlich der Prozessor im Akkubetrieb gedrosselt wird. Das kann man auch nicht abschalten. Voll die schlechte Maßnahme, aber ich gehe mal davon aus, das war damals, um das Datenblatt so ein bisschen zu manipulieren, was die Laufzeit angeht. Wollt ihr aber auf Akku arbeiten mit voller Geschwindigkeit, einfach Throttle Stop starten und schon taktet der Prozessor wieder ganz normal, immer vollen maximalen Takt und wird nicht automatisch gedrosselt auf 1,2 GHz. Welche Technik ist verbaut? Es ist ein Intel Core i7 M620. Das ist ein Intel Core i7 der ersten Generation. Vorher war ein i5 drin, habe ich rausgeschmissen und ein i7 reingemacht. Wir haben 8 GB Arbeitsspeicher, da war ursprünglich mal 4 installiert, habe ich aufgerüstet und wir haben jetzt eben noch eine 500 GB SATA 3 SSD drin und kommen jetzt auch auf vernünftige Les- und Schreibwerte mit aktuellen NVMe-SSDs nicht zu vergleichen, aber deutlich schneller als die ursprüngliche HDD, die mal verbaut war. Und dann eben 1080p-Panel und wir haben Windows 10 Pro hier drauf und das ist halt frisch installiert. Jetzt kann man Office drauf machen zum Beispiel, OpenOffice, das ist ja kostenlos. Und da könnte man jetzt auch hier drauf nochmal eine Masterarbeit schreiben zum Beispiel. Die Tastatur, ich sag's euch so, wie es ist, Freunde. Ich schwärme von dem Notebook. Ich verschenke es halt, weil ich jetzt einfach dafür keine Anwendung habe. Die Tastatur ist ein Traum. Ich habe jetzt auch nochmal einige Texte geschrieben und es ist unfassbar. Wir haben auch ein Numpad dazu. Das heißt, ja, deshalb wollte ich es ja für Buchhaltung nehmen. Ne? Das ist natürlich perfekt. Viele Notebooks, auch teurere, haben heutzutage keine Numpads.
Und es ist in der Buchhaltung natürlich total mies. Das Touchpad ist relativ klein, unterstützt aber Scrollen. Die gibt es im rechten Bereich. Und damit kann ich halt durch Texte scrollen, was ziemlich geil ist. Aber es werden sonst keine Gesten unterstützt. Aber das war damals auch nicht so. Das Gehäuse ist ganz okay. Das Display ist auch noch recht straff. Das klappt also nicht nach hinten weg, hat ein bisschen Spiel. Aber ist halt okay. Der Power-On-Taster, der ist vor Jahren mal gebrochen. Da habe ich dann einfach Papier reingemacht, ne, weil halt die Rückholfeder kaputt ist. Hat jetzt einen schwammigen Druckpunkt, aber funktioniert 1A wirklich. Auch Ladegerät, der Ladeanschluss. Ne, also man muss so sagen, wie es ist. Aber Sony hat damals einfach mal das Gerät richtig hochwertig produziert. Und der Ladeanschluss, der hat ein bisschen Spiel, aber ist halt nicht gebrochen, ne? Komm mal, also 1:1 laden, ist auch noch das Original-Ladegerät dabei, funktioniert alles astrein. Sound funktioniert, ne? Wir haben interne Lautsprecher natürlich. Ich schau gerade nochmal da. Doch, wir haben ein unbekanntes Gerät, Basissystemgerät. Okay, das ist wahrscheinlich bei der neuen Installation jetzt von Windows passiert, weil vorher waren eigentlich alle Geräte installiert. Ich mach das immer vernünftig. Wenn ich noch Zeit finde, dann mache ich das mal noch. Ansonsten, ich habe jetzt auch echt wenig Zeit. Das ist ein Übrigens für die, die es wissen wollen, ist ein Sony VPC F11M1E. Das zu googeln ist natürlich relativ Blödsinn, weil ja die Hardware von mir stark geändert wurde. Und ich habe eigentlich jetzt aus dem System fast rausgeholt, was halt rauszuholen ist. Ja, das ist jetzt natürlich nicht das super krasse Geschenk jetzt irgendwie für 1000 Euro. Manche haben halt kein Geld, manche sind auf Hartz IV und haben halt teilweise richtig alte Hardware und können sich was Neues einfach nicht leisten. Ich weiß, ich werde die Kommentare jetzt finden. Da steht dann, ja, das ist Schrott, was verschenkst du hier? Das ist Schrott, das kannst du wegwerfen. Ich weiß aber, dass es auch welche gibt, die werden sich dann nochmal richtig freuen, weil die halt einfach gar nichts haben und sich auch nichts leisten können. Studenten haben ja in der Regel auch echt extrem wenig Kohle. Und hierauf, wie gesagt, Office läuft hier absolut einwandfrei. Ich verlinke euch, wie gesagt, das Video mal unten in der Videobeschreibung, wo ich da auch die Benchmark-Ergebnisse gezeigt habe. Die habe ich jetzt nur, weil sind die Ergebnisse alle gelöscht, weil ich Windows zurückgesetzt habe. Und da kann ja jeder selbst sehen, was die alte Kiste hier noch leistet. Ich habe das Notebook jetzt selbst ja noch ein paar Wochen verwendet und Office ist kein Problem. Erst recht, wenn man Throttle Stop halt anschmeißt, weil dann läuft der auf voller Geschwindigkeit und dann ist alles sahnig. Da könnt ihr auch YouTube schauen, Netflix, Amazon Prime und wow und Freebie und was es da so alles gibt. Das müsste eigentlich auch alles einwandfrei funktionieren. Das Panel ist sogar, muss ich sagen, für damalige Verhältnisse richtig hübsch. Seht mal, die Farbwiedergabe kann sich sehen lassen. Ist halt nur blöd, ne, das, ne, ja, Blickwinkelstabilität ist halt, ist eigentlich okay. Für ein TN ist es, er sagt, echt okay. Also, hier seht man, ne, hier geht das Bild dann so ein bisschen weg, aber ich muss sagen, da hat Sony sich hier nicht lumpen lassen. Ich glaube, es war damals auch ein teureres Notebook gewesen und das soll es schon gewesen sein. Ich verlose das wie immer dann über meine Website. Ich will euch jetzt nicht irgendwie Traffic auf meiner Website generieren, Freunde. Ist für mich jetzt einfach die beste Art und Weise, das Notebook an euch zu verschenken. Großen und Ganzen nutze ich die nur noch für Gewinnspiele. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, Freunde. Das ist ein Forum. Könnt ihr euch einfach anmelden. Ich schreibe dann das Topic. Ich will das gerne haben. Und dann werde ich über einen Zufallsgenerator einen auslosen. Den schreibe ich dann halt an. Und dann schicke ich das einfach raus. Es gibt keine Verpflichtungen oder irgendwas. Ich sammle da keine Daten. Ihr müsst meinen Kanal nicht abonnieren. Ihr müsst natürlich nichts bezahlen oder irgendwas. Ich will einfach nur, dass dieses Schmuckstück, in dem ich auch wirklich, wirklich viel Arbeit nochmal reingesteckt habe, dass das jemand jetzt nochmal nutzt und damit halt arbeiten kann und sich auch nichts Neues deshalb kauft. Na, ganz ehrlich, sich jetzt im Supermarkt ein billig Notebook zu kaufen, die haben teilweise auch nicht viel mehr Leistung dann als dieses alte Flaggschiff hier. Außer die Akkukapazität, die lässt sich kaum unterbieten, sage ich euch so, wie es ist. Das ist schon ein XXL-Akku, wie ihr seht. Ach ja, das auch noch als kleinen Hinweis. Ne, das Gerät muss auch regelmäßig genutzt werden. Der Akku, der entlädt sich sonst. Und wenn er tief entladen ist, braucht er eine Weile, eher wieder Ladung annimmt, obwohl der neu ist. Aber wer weiß, wie lange der schon lag. Aber ich will, dass ihr wisst, worum es dann halt hier genau geht. Einfach anmachen, Windows ist drauf, Office installieren. Also Open Office ist ja kostenlos. Und da kann man damit auch wieder arbeiten, vernünftig. Und ich würde mir halt wünschen, dass das Gerät auch noch mal ein paar Jahre jetzt einen echt guten Dienst leistet. Weil die meisten Sonys dieser Generation sind heute mit Sicherheit, mit großer Sicherheit schon auf dem Müll. Oder leisten ihren Dienst irgendwo in Afrika oder keine Ahnung. Ich hoffe, es findet halt nochmal Verwendung. Ich hoffe, es macht nochmal einen glücklich. Und ich hoffe, dass dieser Fehler mit dem Display nicht nochmal kommt. Ich konnte nicht nochmal reproduzieren, Freunde. Was soll ich machen? Außer es halt an euch zu verschenken. Bis zum nächsten Video. Ciao.